So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier und weiter geht's mit Let's Play To The Moon Bonus Episode 1, Teil 2. Eva hat das tolle Computerspiel gespielt, was Nils entwickelt hat. War darüber aber nicht so begeistert, weil sie als Zombie den armen Spielercharakter bedroht hat. Und ja, jetzt ist er abgehauen. Und wir wissen nicht, wo sie hin ist. Und einen Moment. So. Kurz an den Einstellungen was gewerkelt. Wahrscheinlich ist sie auf der Party, weil das eigentlich der einzige Ort ist, wo man hingehen kann. Hallo, habt ihr Eva gesehen? Oh, sie ist nicht da. Ich habe gehört, du hast mal wieder irgendein Spiel in deinem Büro gespielt, hä? Gerüchte, eindeutig. Wo sind die anderen hin? Willis und Timer sind auf dem Weg nach Hause. Keine Ahnung, wo Robert hingegangen ist. Ich bin überrascht, dass heute niemand zu einem Patienten gerufen wurde. Es war schön, mal ein ruhiges Treffen zu haben. Hey, wir haben die Party auch schon verschoben, weil Lisa und Ellie letzte Woche noch einen Patienten versorgen mussten. Und dennoch kommst du nicht mal vorbei, um mitzufeiern. Und dann sagtest du etwas wie, fühl mein Haar, fühl es. Oh Mann, ich trinke nie wieder mehr als einen Schluck Bier. Psst, Neil. Ja? Suchst du nach Eva? Ja, woher weißt du das? Ich habe sie vorhin auf dem Gang gesehen und sie sah verärgert aus. Moment mal, wieso soll das meine Schuld sein? Nun ja, wenn ich mir dein Gesicht so anschaue, scheint mir, ich würde mich auch oft aufregen, wenn du mein Partner wärst. Aber das ist natürlich nett gemeint. Was soll denn daran bitteschön nett sein? Wie auch immer, danke für die Info. Ich schaue mal oben nach. Na gut, dann wieder auf nach oben. Also wir haben Eva irgendwie doch deutlich mehr verärgert, als wir es uns eingestehen können. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Was haben wir denn? Ein Beistelltisch mit... Ist es ein Portemonnaie da links? Ja, da ist er. Ah, der Konferenzraum. Was ist da links in der... Hey! Du hast das Spiel nicht zu Ende gespielt. Ich habe bereits genug davon. Oh. Bist du etwa wegen der Zombies verärgert? Der Zombie-Evas verärgert? Du hast sie selbst erschaffen, weißt du nicht mehr? Ach Mensch, es war eindeutig ein Scherz. Ich würde ja fragen, seit wann du so verkrampft bist, aber... Naja, du weißt schon. Komm her, Neil. Willst du mich schlagen? Ich habe Karak schon tun trainiert, weißt du? Glaub mir, meine Hände sind blitzschnell. Nicht mal ich selbst kann mich in Zaum halten. Na gut, dann gehen wir doch hin. Was ist da draußen? Wahnsinn. So viele waren es noch nie, was? Roxy sagte, seit heute Morgen kommen immer wieder neue dazu. Die legen sich ziemlich ins Zeug dafür, dass sie nicht bezahlt werden. Als ich mir diesen Job ausgesucht habe, dachte ich eigentlich, er wäre gut angesehen, Träume erfüllen und so weiter. Aber nur die Toten würden uns danken und nur die Sterbenden stehen auf unserer Seite. Vielleicht gefällt dir nicht, wie ich arbeite, aber ich tue es zum Wohle der Patienten. Und öfter als mir lieb ist, zu deinem, damit du nicht gefeuert wirst. Ja, das machst du gut, ist eine beeindruckende Leistung. Meinst du, sie haben recht? Hä? All die Leute dort draußen, sie kämpfen dort für das, was sie für richtig halten. Puh, das will ich doch nicht hoffen. Aber hey, jeder glaubt an etwas. Sie sind viele, aber vergiss nicht, dass auch viele Leute auf unserer Seite stehen. Erinnerst du dich an Lilly? Sie sind nicht so lautstark, weil zufriedene Menschen es selten für nötig halten, ihre Meinung kundzutun. Aber wir sollten daran denken, dass es sie gibt und uns an jeden Patienten erinnern, den wir besucht haben. Und uns daran erinnern, wie hart wir gearbeitet haben. Wie sie die Welt lächelnd statt unglücklich verlassen haben. Manchmal reicht dieser kurze Moment geteilten Glücks, um zu wissen, unsere Arbeit war es wert. Bist du betrunken hier? Hey, ich wiederhole hier nur den Mist, den Rob immer so von sich gibt. Alles in Ordnung. Aber wenn du mich fragst, ob unsere Arbeit eine Bedeutung hat? Ich denke schon. Und wenn es nur für den kurzen Augenblick ist, bevor sie von uns gehen. Reicht dir das? Manchmal bin ich mir nicht so sicher.
Wie sieht es mit dir aus? Bist du wirklich glücklich mit deiner Arbeit? Hey, ich bin einfach glücklich, dass wir einen Haufen Kohle machen. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich weiß gar nicht, wohin mit all dem Geld. Beim Einkaufen sage ich immer, klar habe ich 10 Cent für eine Tüte. Ach was, hier sind 20 Cent. So bin ich halt. Weißt du, das Spiel, das du gemacht hast, es war nicht nur mies. Ich höre. Ich meine, die Grafik war veraltet und das Gameplay ziemlich schwach, aber... Ich bin überrascht, dass du dich so genau an den Fall mit Johnny und River erinnerst. Sorry, wegen der Zombie war's. Aber du hättest wirklich bis zum Ende spielen sollen. All die Zombie-Wars tun sich zusammen und retten als Helden den Tag. Wirklich? Klar doch. Außerdem gibt es noch Feuerwerk und Cheerleading, während alle Johnnies und Rivers deinen Namen rufen. Vielleicht sollte ich es wirklich zu Ende spielen. Halt, nicht so ungeduldig. Das Spiel läuft dir nicht davon. Du kannst es auch noch in, lieber 2 Wochen spielen. Hallo? Danke für das Angebot, aber wir brauchen im Moment keinen Premium-Schneeräum-Service. Du solltest deine Nummer aus dem Telefonbuch streichen lassen. Das hält dir die meisten Vertreter vom Leib. War nur ein Witz. Wir werden zu einem Patienten im kritischen Zustand gerufen. Moment mal, was? Verstehe, wir sind sofort da. Meinst du das ernst? Ja, komm, wir müssen los. Über sowas macht man keine Witze. Du meinst das also wirklich ernst? Neil? Oh, scheiße. Ist das der wütende Mob, der nicht... dem nicht gefällt, was wir hier tun? Khan Reeves Gao. Wie immer ist er bei allen Projekten hier mit dabei. Das war To the Moon Mini Sode 1. Wobei ich jetzt aber nicht verstanden habe, ob die vor dem Corporation-Gebäude gegen oder für die Corporation sind. Es kam mir eher so rüber, dass die dagegen sind. Wobei ich ja nicht weiß, warum. Weil... die machen ja eigentlich nur das Beste, dass die Leute fröhlich von der Welt abgehen. Joel Mazzarella heißt er. So. Bonustrack dieser Minisode kostenlos herunterladen. Googeln Sie nach Bird Story Ost. Schon Werbung für das nächste Spiel. Und auch für das nächste Let's Play. Gut, das war's für dieses Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Minisode. Bis dahin, ciao.